Ich bin Annetta. Ich bin 26 Jahre alt, studiere Kindheitspädagogik im dritten Semester hier an der Hochschule in Niederrhein. Also ich studiere Kindheitspädagogik, weil mich eigentlich die Kinder schon immer interessiert haben. Also ich selber komme aus der Verwaltung, also aus dem Vertrieb und habe da halt gemerkt, dass man als Frau, wenn man Karriere macht, es schwierig ist, ein Kind zu bekommen. Und deswegen bin ich für die Förderung für U3-Kitas, dass man das halt mehr verstärkt in Deutschland hat. In den anderen Ländern, hier Frankreich oder so, wird das ja schon stark gemacht, hier leider noch nicht so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich studiere das jetzt, um das dann später auch ein bisschen zu fördern. Also es ist ein ganz anderer Bereich eigentlich von der Verwaltung in die Kindheitspädagogik. Aber ich finde das total interessant, mal was anderes zu machen, weil ich auch wirklich doch merke, dass ich mich hier wiederfinde. Wenn ich mit Kindern arbeite, dann blüht mein Herz auf sozusagen. Mhm. Besonderheiten dieses Studiengangs Kindheitspädagogik sind zum Beispiel die Gruppengrößen. Also finde ich total schön, dass man hier so familiär zusammensitzt, also so bis zu 20 Mann oder auch 40, also nicht ganz so viele, jetzt nicht 300 wie in einem großen Vorlesungssaal. Dann haben wir die Psychomotorik. Psychomotorik ist ein Modul, das hier angeboten wird, extra für die Kindheitspädagogen. Das heißt, dass in der Psychomotorik Kinder gefördert werden in einem Turnunterricht, die zum Beispiel sprachlich oder Bewegungsförderung brauchen. Und dann haben wir noch kindheitspädagogischen Nachmittag, den wir halbjährlich hier anbieten. Da ich auch für die Organisation zuständig bin, kenne ich mich da so ein bisschen aus. Da wird explizit auf den Raum eingegangen, also Raum für die Kinder als Erzieher, wie man den gestalten und am besten nutzen kann für die Entwicklung des Kindes, um das zu fördern. Ich besonders finde interessant Mathemeo, die Mathemeo-Methode. Das ist ja von Maria Arz. Mathemeo heißt ja aus eigener Kraft. Und da soll man halt ja, quasi wie als Begleitperson für die Kinder da sein, dass die ja, aus eigener Kraft sich da entwickeln sozusagen. In der Praxisphase selber, die habe ich jetzt in einer Kita in Düsseldorf, in einer privaten Kita in Düsseldorf absolviert. Und da fand ich das wirklich schön, die familiäre Atmosphäre, die man da hat. Das kenne ich ja von vorher jetzt nicht. Und da ist man wirklich wie zu Hause, weil das war auch eine U3-Kita, also mit so kleinen Babys. Und das fand ich total klasse, wie die da miteinander umgegangen sind, auch die Harmonie und wie man das richtig gelehrt bekommt, wie man mit kleinen Kindern da umgeht und das fand ich einfach toll. Also das fand ich jetzt persönlich, habe ich mich wirklich wiedergefunden. Zu den Dozenten möchte ich gerne sagen, dass es wirklich sehr, sehr ja, humorvoll und auch liebevoll ist. Also ich kenne wirklich keinen Professor, der einen abweisend irgendwie behandelt oder gar nicht mit auf einen zugeht, sondern wenn man wirklich eine Frage hat, die kann man immer stellen. Genauso bei den Studenten, also hier im sozialen Bereich ist es ja nun mal so, dass man sehr sozial miteinander umgeht. Ja? Also man macht wirklich Platz für den anderen und geht auch auf den anderen ein und das finde ich total prima. Das kannte ich vorher nicht, weil ich nicht aus dem sozialen Bereich komme, dass es hier sehr, sehr offen und sehr ja, liebevoll halt ist. Ne? Also ich studiere Kindheitspädagogik, um später in den U3-Bereich zu kommen, weil mich das am meisten interessiert. Möchte gern in eine leitende Position, entweder dann in den öffentlichen Träger, dass man dann quasi das Personal schult oder koordiniert oder mit den Eltern besser ins Gespräch kommt oder halt wirklich, dass man eine U3-Kita eröffnet und dann sagt, ja, man unterstützt damit Deutschland, indem man halt berufstätige Eltern ein Angebot macht, dass sie die Kinder da wirklich gut unterbringen können und dann weiter arbeiten gehen können. Einfach alles auf sich zukommen lassen. Also nicht so angespannt an die Sache rangehen, sondern das wird schon immer, man muss halt immer interessiert an der Sache bleiben und dann kommt das alles von ganz alleine.